Grüße euch herzlich zu Mass Effect. Ja, wir sind jetzt beim Salarianischen Lager. Ja, ist das, Ken. Und da geht's dann sofort das Gerede los. Deswegen bin ich jetzt mal wieder still. Und was sollen wir jetzt machen? Wir bleiben hier, bis wir einen Plan haben. Haben Sie hier das Sagen? Wie ist die Lage hier? Ich bin Captain Kirahe, 3. Infiltrationsregiment STG. Sie und Ihre Crew sind gerade inmitten einer Gefahrenzone gelandet. Jedes Flugabwehrgeschütz innerhalb eines 10-Meilen-Radius wurde von Ihrer Anwesenheit in Kenntnis gesetzt. Was sollen wir in der Zwischenzeit machen? Wir bleiben hier, bis der Rat die angeforderte Verstärkung schickt. Wir sind die Verstärkung. Was? Mehr haben die nicht geschickt? Ich sagte dem Rat, sie sollen eine Flotte schicken. Wir konnten Ihren Funkspruch nicht verstehen. Man schickte mich, um dem nachzugehen. Das war doch genau unsere Aufgabe. Ich habe mein halbes Team bei der Untersuchung hier verloren. Und, was haben Sie gefunden? Sarens Operationsbasis. Er hat hier eine Forschungseinrichtung errichtet, aber die ist extrem gut gesichert und es wimmelt davon Geld. Was erforscht Saren? Er nutzt diese Einrichtung, um eine ganze Armee Kroganer heranzuzüchten. Wie ist das möglich? Es sieht aus, als hätte Saren ein Heilmittel für den Genophage gefunden. Die Geth sind schlimm genug, aber eine kroganische Armee. Damit wäre er so gut wie unbesiegbar. Ganz genau meine Gedanken. Wir müssen sicherstellen, dass diese Einrichtung und ihre Geheimnisse vernichtet werden. Vernichtet? Wohl nicht. Unser Volk stirbt. Dieses Heilmittel könnte ihre Rettung sein. Wenn das Heilmittel diesen Planeten verlässt, werden die Kroganer unbezwingbar sein. Wir dürfen nicht den gleichen Fehler zweimal machen. Wir sind kein Fehler. Könnte er sich zu einem Problem entwickeln? Es gibt schon genug wütende Kroganer, um die wir uns kümmern müssen. Er wird drüber hinwegkommen. Ich rede mit ihm. Das weiß ich zu schätzen, Commander. Meine Männer und ich müssen unseren Angriffsplan überdenken. Können Sie uns etwas Zeit lassen? Nur zu, Captain. Ich komme bald wieder. Es wird nicht lange dauern, Commander. Sollten Sie in der Zwischenzeit Nachschub oder Vorräte brauchen, können Sie sich an Commander Rentola wenden. Er ist in einem der Zelte in der Nähe. Sieht aus, als würde es etwas kompliziert werden. Ja. Ich würde mir nicht solche Gedanken machen, wenn es nicht um Rex ginge. Er sieht aus, als würde er jeden Moment durchdrehen. Glauben Sie, ich sollte mit ihm reden? Täte keinem weh. Naja, vielleicht doch. Seien Sie einfach vorsichtig. Ich werde vorsichtig sein. Aber halten Sie sich bereit. Nur für den Notfall. Ich bin immer bereit. Ja, und ab dieser Stelle, das ist auch die Sache, warum ich immer eigentlich einen guten Charakter spiele, weil an dieser Stelle kann Rex sterben. Und Rex ist cool und Rex wird nicht sterben bei mir. Deshalb rette ich den immer und deswegen habe ich noch nie einen Bösen gespielt. Und ja, das ist eigentlich mein Hauptbeweggrund, damit ich einen guten Charakter spiele. Es geht einfach nur um Rex. Hey Rex! Das ist nicht richtig, Shepard. Wenn es ein Heilmittel für den Genophage gibt, dürfen wir es nicht zerstören. Ich verstehe, dass Sie wütend sind. Aber wir beide wissen doch auch, dass Saren hier der Böse ist. Er ist derjenige, auf den Sie sauer sein sollten. Wirklich? Saren hat ein Heilmittel für mein Volk gefunden und Sie wollen es zerstören. Helfen Sie mir, Shepard. Die Grenzen zwischen Freund und Feind verschwimmen gerade ein wenig. Das ist kein Heilmittel. Es ist eine Waffe. Und wenn man Saren erlaubt, sie zu nutzen, werden Sie nicht mehr da sein, Nutzen daraus zu ziehen. Niemand von uns wird das. Dieses Risiko sollten wir alle bereitwillig eingehen. Wir reden hier über das Schicksal meines gesamten Volkes. Ich war Ihnen gegenüber immer loyal. Himmel, Sie haben mehr für mich getan als meine gesamte Familie. Aber wenn ich Ihnen auch weiterhin folgen soll, muss ich wissen, ob ich das aus den richtigen Gründen tue. Rex, diese Kroganer sind nicht Ihr Volk. Es sind Sarens Sklaven. Marionetten. Ist es das, was Sie sich für sie wünschen? Nein. Wir waren einst Marionetten des Rats. Und zum Dank dafür, dass wir die Rachni auslöschten, haben sie uns alle kastriert. Ich bezweifle, dass Saren so großzügig sein wird. Okay, Shepard. Sie haben sich klar ausgedrückt. Mir gefällt das zwar nicht, aber ich vertraue Ihnen weit genug, um Ihnen zu folgen. Nur noch eine Sache. Wenn wir Saren finden, gehört sein Kopf mir.
Yeah, Rex ist der Coolste. Wenn wir das wirklich tun wollen, sollten wir endlich... Rex lebt, yeah, yeah. Ich will hier alles zu Hackfleisch fahren. So muss das sein. Yara ist hier. Was sagt die denn? Es war wirklich beeindruckend, wie sie den Kroganer besänftigen konnten. Ja. Sicher. Das ist aber der Fähigste in meinem Team, Yara, nicht du. Wärst du da jetzt, die durchdrehen würde, würde ich sagen, er schießt sie. Wir brauchen sie nicht. Nein, ich bin hier nicht voreingenommen. Oh. Captain, wir reden später. Was sagen denn hier Kaidan und Ashley? Sie haben bei Rex scheinbar Wunder bewirkt. Ich hätte nicht gedacht, dass er sich besänftigt. Das wird kein leichter Kampf. Aber wir sind bereit. Normalerweise hätte ich was einzuwenden gegen Salarianer in einem Feuergefecht. Aber diese Soldaten scheinen gut ausgebildet zu sein. Ah. Hey, Tali. Die anstehende Schlacht jagt mir Angst ein. Ach. Seien Sie gegrüßt, Mensch. Ich bin Commander Rentola. Ich kann Sie mit Vorräten für die anstehende Mission ausstatten. Für alles andere sollten Sie mit Captain Kerahe sprechen. Lassen Sie mal sehen, was wir haben. Aber freuen Sie sich nicht zu früh. Oh, wir gucken mal. Was ist das denn? Er hat ja nix. Nehmen wir mal an. Mini-Gel-Upgrade. Das nehmen wir auch gerne. Eine Rüstung. Na, ich glaube nicht, dass die besser ist als die von dem Antitorianer-Gas. Habe ich jetzt aus Versehen was zurückgekauft? Ich glaube nicht, oder? Fair. Annehmen. Ah, geht so, okay. Ja, das mache ich aber gleich alles offscreen. Jetzt können wir gar nicht mehr mit den Leuten reden, oder? Ich guck mal, wenn ich jetzt mit den Typen rede, nicht, dass wir schon aufbrechen. Vielleicht können wir noch ein paar Infos über die Mission kriegen. Und dann kann ich danach irgendwie noch verkaufen und in dem nächsten Video dann loslegen. Danke, dass Sie mit dem Kroganer gesprochen haben. Der Sturm auf Sarens Basis wird auch so schon schwierig genug. Das heißt dann wohl, dass Sie einen Plan haben. Sowas in der Art. Wir können aus dem Antrieb unseres Schiffes eine 20-Kilotonnen-Bombe bauen. Primitiv, aber effizient. Nette Idee. Wenn man das Bömmchen aus dem Orbit abwirft, kann Saren sich von seinem turianischen Arsch verabschieden. Leider ist die Anlage zu gut geschützt dafür. Wir müssen die Bombe an einer zielsicheren Stelle deponieren. Wo muss die Bombe hin? Und wie kommen wir dorthin? Die Bombe muss zur anderen Seite der Einrichtung gebracht werden. Ihr Schiff kann sie absetzen, aber zuerst müssen wir in die Basis eindringen und dort die Flugabwehrgeschütze und Bodeneinheiten ausschalten. Sollen wir zu Fuß da rein? Wir haben nicht genug Männer. Es klingt wirklich etwas riskant. Gibt es keinen anderen Weg? Nein, aber ich glaube, es ist zu schaffen. Ich werde meine Männer in drei Teams aufteilen und von vorn angreifen. Während wir sie ablenken, können sie sich dann mit ihrem Shadow-Team hinten reinschleichen. Gute Idee, aber ihre Männer werden dabei niedergemetzelt. Wir sind zäher, als wir aussehen, Commander. Aber es stimmt. Ich rechne nicht damit, dass viele von uns das überleben werden. Und gerade das macht das, worum ich sie bitten möchte, nur noch schwieriger. Einer ihrer Männer muss mich begleiten. So können wir die Teams besser koordinieren. Wir werden jemanden brauchen, der sich mit den Kommunikationsprotokollen der Allianz auskennt. Ich melde mich freiwillig, Commander. Nicht so schnell, Lieutenant. Commander Shepard wird Sie brauchen, um den Nuklearsprengkopf scharf zu schalten. Ich gehe mit den Salarianern. Mit allem nötigen Respekt, Gunnery Chief. Aber es ist nicht an uns, das zu entscheiden. Woran liegt es, dass jedes Mal, wenn jemand mit allem nötigen Respekt sagt, in Wahrheit leck mich am Arsch meint? Sino soll Ashley mitnehmen, weil ich brauche Kaidan mit seinem Fähigkeiten. Williams, Sie begleiten den Captain. Keine Heldentaten, verstanden? Zu Befehl, Commander. Ich werde veranlassen, dass die Bombe an Bord der Normandy gebracht wird und Ihre Crew mit der Detonationssequenz vertraut machen. Haben Sie noch Fragen, bevor wir gehen, Commander? Ich bin noch nicht bereit, weil ich ja noch ein paar Sachen erledigen will. Ich brauche noch einen Augenblick, um mich vorzubereiten. Lassen Sie sich Zeit, aber wir sind bereit, sobald Sie das Kommando geben. Sehr gut, jetzt kann ich dann nämlich noch hier verkaufen, nämlich gleich offscreen und dann werden wir in der nächsten Folge, also beim nächsten Mal sozusagen, die Mission starten. Und dann geht's ab. Also ich sag mal hier, bis dann und tschüss.